Mit Ramazama durch die Gamerwelt. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Tom Thompson. Und wir spielen wieder Minecraft mit dem Michi zusammen. Wir sind zu zweit. Und wir spielen wieder A Crafter's Day. Let's play together. Die Karte, die wir ja schon sehr lange spielen. Wir werden auch wahrscheinlich keine andere spielen. Das sage ich jetzt gleich mal dazu. Also, es wird einfach nur immer größer werden, was wir bauen. Und ich werde mal jetzt kurz. Warte mal, weitere Optionen. Online-Spiel. Spieler gegen Spieler, das muss ich ausmachen, ne? So. Ich weiß nicht, ich überlege, ob ich Inventar behalten anmache, weil das ist, glaube ich, wäre vom. F nee. Okay, das ist Noob-mäßig, das lassen wir aus. Ja, so, okay, ja, das. Ich habe bloß das Friendly Fire ausgemacht. Ich nenne es jetzt mal Friendly Fire, nenne ich es jetzt. Ja, so. Okay. Übrigens nochmal für die, die jetzt gerade die Folge sehen und die vorherigen Folgen nicht gesehen haben, dass ich jetzt die Meldung bekommen habe wegen den Kreativmodus. Das liegt daran, ich möchte es nur nochmal wiederholen, dass ich den Ständer mal im Kreativmodus gebaut habe, weil das sonst ein bisschen zu wirr gewesen wäre. Ich hätte dann 10 Mal anfangen müssen, weil ich die Mitte nicht gefunden hätte. Deswegen habe ich den Ständer. Den Stützpfeiler hier so gebaut. Daran liegt das. Ansonsten sieht man in den ganzen anderen Folgen, alles andere wurde wirklich im Survival gebaut. Und ich muss erstmal kurz den Michi einladen. Wir sind Level 21. Wir haben einen Haufen weiße Schafe, einen Haufen rote Schafe, weil das liegt daran, wir wollen ja einen Leuchtturm bauen. Und aber als nächstes kommt erstmal der Pferdestall noch. Und ich glaube, ein Kuhstall. Nee, und ein Lager wollen wir daneben bauen. Und ja, so viel dazu. So, ich lade jetzt mal den Michi ein. Und wir werden in der Zeit mal die Karte noch ein bisschen erkunden, dass wir die erste Karte einfach mal voll haben. Und ja, genau. So, ich habe übrigens gestern, wie gesagt, noch das Tor gebaut. Das habe ich offscreen gemacht. Ich muss mal kurz meinen Handy leiser drehen, weil ich möchte das nicht, dass es in der Aufnahme ist. Der Michi möchte es. Ich denke, ihr möchtet das nicht. Ich kann dir übrigens noch ein bisschen Obsidian geben. Ich habe noch 31 bei mir. Das Tor habe ich ziemlich weit weggebaut. Ich hoffe, das reicht so. Ich weiß es nicht. Und meine andere Frage ist ja noch an dich. Können die Viecher da auch durchkommen, wenn das Tor nicht aktiviert ist? Nein, okay. Also nur wenn wir das aktivieren, dann kann da auch was reinkommen. So. Ja, wir haben echt viele Schafe. So, ich möchte mal was ablegen. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Die ganzen Schafscheren behalten wir auf jeden Fall. Die Farbe können wir wegtun jetzt. Die Eimer können wir auch wieder wegtun. Die habe ich gestern im Offscreen gebraucht. Da habe ich wirklich nur das Obsidian geholt. Und habe das Tor schnell gebaut. Falls ihr das jetzt unbedingt sehen wolltet, dann tut es mir leid, aber das war jetzt nicht so interessant, da das echt sehr lange gedauert hat, dieses Zeug abzubauen, weil das echt, ja, das braucht einfach lange. So. Ansonsten werden wir mal ein paar Eier durch die Kante schmeißen. Das Obsidian tun wir mit hier rein in die Truhe. So, die Eier schmeißen wir einfach mal weg. Da haben wir dann vielleicht ein Hühnchen.
Nee, haben wir nicht. Ja, na, wenn man die auf den Boden schmeißt, kommen da manchmal so kleine Hühner raus. Okay, ja, jetzt ist es zu spät. Aber da ist noch ein Ei. Das sammle ich mal ein. So, okay, ja, genau, der macht sich jetzt, also er hat schon mal angefangen, ich habe aber dann gesagt, dass er aufhören soll, weil ich möchte ja, dass ihr das alles seht, wie das dann so Stück für Stück vorangeht. Ihr seht, das sind bloß die Grundmauern, also viel hat er nicht gemacht, weil ich das dann abgebrochen habe oder er das dann extra abgebrochen hat, für mich zuliebe, für zu mir zuliebe, für mich zuliebe, mir zuliebe. Und ja, wir gehen jetzt mal ein bisschen auf Reisen und lassen uns einfach überraschen, wie es dann aussieht, wenn wir wieder zurück sind. Aber vorher scheren wir noch ein paar Schafe. Was ist denn heute los? Schafen wir noch ein paar Scheren. So, wir haben schon gesammelt. Wir haben zweimal 64, einmal 54 rotes, dann ja und ein bisschen weißes. So. Ja, nehme ich mit. Aber erst tue ich hier die Schafe scheren. So. Was hier los ist? Überall Mäts. So, lass mich mal rein hier. Zack. So. Ich glaube, es wird auch gerade dunkel. Ich weiß nicht, ich kann es nicht wirklich erkennen, ob das jetzt dunkel wird oder ob das einfach nur durch den Regen ist. So. Lagern wir das wieder ein. Tatsächlich. Es regnet überall außer hier. Wie krass ist das denn? Wahrscheinlich. Ja, hier draußen auch nicht. Hä? Das ist ja krass. Hier ist direkt eine Wettergrenze, Leute. Was ist denn hier los? Tatsächlich. Okay, wir sollten mal schlafen gehen. Nicht, dass wieder irgendwelche Creeper hier die Runde machen. Mir hat gestern hier die Truhe weggesprengt, ey, Alter. Das war mies. So. Dann gehen wir mal schlafen. Und es ist wieder früh am Morgen. Schönes Wetter. Wir können jetzt auf die Reise gehen. So. Ich nehme mein Bett mit. Dann bin ich mal gespannt, wie das dann nachher hier aussieht, wenn wir wieder da sind. So, wir gucken mal auf die Karte. Wir könnten, ich würde sagen, wir entdecken erstmal den Rest dort von der. Halt, warte mal, ich möchte mir vorher ein Boot bauen. Nee. So, wo haben wir das Boot? Hier haben wir das. Da braucht man so und so viel Holz. Haben wir natürlich jetzt hier nicht. Warte mal, wir nehmen einfach das hier kurz. Zack. Das sollte reichen. So,
bauen wir uns das Boot. Zack, haben wir das auch dabei. Wir haben ein Boot dabei, wir haben ein Bett dabei. Hier sind natürlich wieder Bauarbeiten im Hintergrund. Ich hoffe, ich glaube, mein Mikro nimmt das nicht mit. Oh Gott. Nein, du hässlicher Wichser, Alter. Scheiß fucking Creeper, ey. Oh, ich könnte kotzen. Ach ja, okay. Warte mal, das müssen wir mal schnell hier wieder herrichten. Ach komm. Ja, was ich gerade sagen wollte, ich glaube, mein neues Mikro sollte das nicht mit aufnehmen, da es eine gewisse Reichweite hat. Ich glaube, das sollte nicht mit drauf sein. Ich hoffe es jedenfalls. Ansonsten tut es mir leid. Ich kann da leider auch nichts dran ändern jetzt. So. Hat mir natürlich alles weggesprengt hier, das dumme Viech. So. Setzen wir mal die Treppe hier wieder dran. Ja, okay, warte mal. So. War die zwei breit? Nee, warte mal, das kam hier dran. So, das lasse ich erstmal so. Tut mir leid, das mache ich dann später in Ordnung. So, und dann gehen wir mal entdecken. So. Und wir müssen in die Richtung da. Ich glaube auch, ich habe ja mehrere rote Punkte schon aufgedeckt auf der Karte. Was bedeutet denn das? Sind das Dungeons? Weil die sind meistens bei so einer Höhlen. Alles klar, ich sehe es gerade. Ich habe die Lava ja weggemacht gestern und jetzt ist da auch kein roter Punkt mehr. So. Wir müssen jetzt erstmal in die Richtung. Dann entdecken wir mal den Rest jetzt hier von der Karte. Ist ja eigentlich nicht viel. Und es geht viel schneller vor allen Dingen, als jetzt hier zu schwimmen. Das wäre richtig, richtig lästig. Ja, da drüben fängt die Eiswelt an. Da waren wir gestern schon. So, und dann machen wir uns nachher, wenn wir wieder zurück sind, noch eine zweite Karte. Da kopieren wir das alles drauf und dann können wir eine schon mal aufhängen. Wäre, glaube ich, ganz cool, wenn wir das schon irgendwo hängen haben, oder? Also der Michi ist bei uns der Baumeister. Der hat halt schon sehr, sehr lange Erfahrung mit Minecraft. Ich halt noch nicht so wirklich ab der ersten Folge auch das erste Mal wirklich intensiv gespielt und direkt drauf hängen geblieben, natürlich. Ich denke mal, die meisten Minecraft-Spieler kennen das auch dann. So, da haben wir den Rest hier entdeckt. Was sind denn weiße Punkte auf der Karte? Also ein weißer Punkt mitten im Grün. Okay, Leute, wir gehen da.
Okay. Ich möchte doch dann jetzt schon mal dahin gehen. Wir gehen da mal hin, Leute. Hey, komm her. So, mit dem Boot nehmen wir mit. Möchte wissen, ob das wirklich ein Stück Schnee ist. Vielleicht ist es ja auch. Es ist tatsächlich ein Stück Schnee. Ich sehe es schon von hier. Schade. Hätte ja auch was Cooles sein können. Guck mal, da ist ein. Brauchen wir eigentlich so Tintenfische und sowas? Ja, gut. So, wir müssen mal auf die Karte gucken. Haben wir jetzt hier soweit alles entdeckt? Das sieht so aus. Ach nee, da ist noch ein Stück Fleck. Höh! Ist jetzt mein Boot kaputt hier? Alles klar, aber das ist jetzt auch komplett kaputt, ne? Das kann ich jetzt nicht nochmal einsammeln. Ja, toll. Ja, das hätte ich vorher müssen wissen müssen, Leute. Jetzt müssen wir den restlichen Weg leider schwimmen. Ist natürlich jetzt wieder mal komplett eine professionelle Szene wieder von mir. Ich mache ja sowas gerne für euch, wisst ihr ja. Weil ich ja voll mich auskenne damit und naja. Egal. So, wir gucken mal. Aber wir haben auf der Karte bis jetzt echt nur einen Ort entdeckt, ein Städtchen. Und die haben nicht mal Felder gehabt. Was mich ein bisschen ärgert, weil ich habe ja gesagt, wir wollen eigentlich mal ein bisschen Karotten und so einen Scheiß haben. So, da hätten wir eigentlich. Oh, wir haben schon echt viel entdeckt. So, wir gehen uns aber jetzt nochmal. Wir müssen jetzt leider den ganzen Weg zurückschwimmen. Ja, da habe ich die Folge voll. Nee. Nützt leider nichts. Wir müssen es einfach. Es geht nicht anders. Ich hätte mir mehrere Boote bauen sollen. Das habe ich natürlich nicht gewusst. Wir lassen dann einfach die ganzen Scheren da. Und ich glaube, wir kommen besser, wenn ich jetzt da drüben aufs Land gehe und wir den Rest rennen, als wenn ich jetzt hier versuche zu schwimmen. So, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Mikro oder den Sound davon findet. Ich finde ihn klasse. Hört sich echt alles sehr cool an. Beziehungsweise sehr gut. Ich find's top. Ich hoffe, das ist nicht zu leise. Ah, okay, Leute, ich sehe gerade. Es tut mir leid, ich werde es dann nochmal in das Video schreiben. Ich habe vor ein paar Testaufnahmen gemacht, etwas anderes. Und habe den Spielesound runtergedreht. Und ich sehe gerade, ihr habt gar keinen Spielsound. Moment mal. Wieder mal total professionell. So, jetzt sollte der Sound haben. Es tut mir leid. Tut mir echt leid, dass das jetzt so passiert ist. Jetzt habt ihr auf jeden Fall wieder Sound, ich sehe es ja. Es wird gerade dunkel. Ich liege schon im Bett. Ja, warte mal, ich muss mal mein Mikro, glaube ich, ein bisschen höher machen. So, es ist wieder Tag. Gesundheit. Gesundheit.
Ja, genau. Genau. So, ich muss noch mal gucken. Option, Einstellung. Nee. Okay, das ist noch alles so, wie ich es gestern eingestellt habe, weil ich habe ja gesagt, ich habe die automatische Lautstärkenregelung habe ich ausgestellt und habe einfach vorher getestet, wie es am besten klingt. So, und wir wollen müssen darüber. Ich sollte mal die Karte aus der Hand legen, ich sehe nichts. Ups. Ich sehe das Baumhaus schon von hier, Alter. Sprinten wir mal los. Ich glaube, wir sollten uns dann auch was zu essen mitnehmen. Weiß gar nicht, ich habe noch Äpfel dabei. Äpfel. So. Wer so sagt, hat den ganzen Tag noch nichts gemacht. Doch, ich habe mir echt den ganzen Tag habe ich geschnitten. Folgen geschnitten. Den Zeitpunkt, wo ihr die Folge jetzt gerade seht, höchstwahrscheinlich, habe ich noch nicht mal die erste hochgestellt, weil ich echt sehr lange warten musste, dass der Trailer fertig ist. Ist aber alles cool geworden. Und aha. Guck mal, wie weit der schon ist. So, wir tun mal die Schafscheren, tun wir mal drüben zur Wolle legen. So, dass wir den ganzen Scheiß los sind. Ups. Und wir bauen uns ein paar Betten. Ein paar Betten, sage ich schon. Ein paar Schiffe. So. Sollte reichen. Ich habe das alles ein bisschen geordnet gerne hier. So. Zack. Wir sollten uns. Ach so, ich habe ja gesagt. Okay, wartet mal. Wir brauchen auf jeden Fall Essen. Was wir uns mitnehmen. Mehr ist hier gar nicht. Nehmen das noch mit. So, das hauen wir uns mal schnell in den Ofen rein. Ach hier, guck mal, da haben wir auch schon was gemacht gehabt. So, müssen wir halt mal kurz warten. Gehen wir mal gucken, was. Warte mal, ne, da können wir ruhig noch ein paar Schafe scheren. So. Gehen wir weg hier. Dann gehen wir hier rüber noch, scharfe Scheren. Husch, husch.
So. So ein Haufen Schafe, das ist echt Massenhaltung hier. So, geh mal weg hier. Weg, husch. So. Da haben wir wieder 24 Rot und 25 Weiße Wolle. Das wird auch langsam. So, das Essen ist fertig. Nehmen wir uns mit. Machen wir uns die zwei noch schnell fertig. Ich glaube, das Rote können wir hier lassen. Das hauen wir einfach nur in den Ofen. Dann kann sich der Michi dann noch was nehmen, wenn er was braucht. So, zack. Und dann machen wir uns mal auf den Weg jetzt. Ich wollte da hinten die Ecke erstmal entdecken. Haben wir einiges zu tun auf jeden Fall noch. Ich sehe auch, dass die Folge gleich zu Ende ist. Ich werde dann direkt im Nachhinein nochmal eine Folge aufnehmen. Mal sehen, wie viel ich heute mache, weil ich habe jetzt so viel Material, dass ich erstmal einiges hochladen muss. Ich denke mal, vielleicht zwei oder drei Folgen werden kommen. Mal gucken. Vielleicht auch mehr. Je nachdem, wie wir Lust haben. Aber erstmal werde ich auf jeden Fall, weil ich habe so viele Baufolgen gemacht, dass ich jetzt auch mal wenigstens eine Karte voll kriegen möchte. Und das braucht auch so seine Zeit. Hier sind Pferde. Wir haben auch die Karte fast voll. Uns fehlt eigentlich bloß noch da einiges am rechten Rand. Ansonsten sind wir so gut wie fertig. Müssen noch mal kurz in die Richtung ein Stück. So. Dass wir das Stück entdeckt haben. Hier ist. Ach, hier, das ist dieser riesengroße Wald, den wir schon mal hatten. Hier wachsen auch riesengroße Pilze. Keine Ahnung, Alter, das sind echt Riesenpilze halt. Das ist. Ein. Das ist, ja, Schlumpfhausen, echt. Hier sind übelst große Pilze und Riesenbäume. Hier könnte man übelst bauen und abholzen. So, wie sieht's aus? Wir müssen noch ein bisschen in die Richtung. Die Sonne geht unter. So. Die Folge ist zu Ende. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Folge, wenn wir von hier aus weiterlaufen und weiter entdecken. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt. Schaltet wieder ein beim nächsten Mal, wenn wir wieder Minecraft spielen. Bis dann.